Auch nach den Weihnachtsfeiertagen haben viele Arbeitnehmer noch frei, um die Tage beschaulich mit der Familie zu verbringen. Wer bei dem tristen Wetter nicht nur in der Stube sitzen will und einen Ausflug machen möchte, kann zum Beispiel eine der vielen Ausstellungen in der Region besuchen. Wir haben einige Tipps für Sie. Bereits zum 12. Mal stellt das Naturkundemuseum Reutlingen die 100 besten Fotografien des Wildlife Photographer of the Year Wettbewerbs aus. Damit gehört Reutlingen zu einem von nur 4 Ausstellungsorten in Deutschland. Das Motto »Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte« ist bei diesen Bildern durchaus wahr. Dennoch sind die dazugehörigen Texttafeln sehr wichtig. Auch das Siegerbild von 2016 kann ohne den dazugehörigen Text eine andere Wirkung erzielen. Der Orang-Utan, der einen Urwaldriesen hochklettert, er hat einen nicht sehr glücklichen Gesichtsausdruck. Und auf den ersten Blick schien das Bild für mich eigentlich sehr traurig zu sein. Nämlich, warum klettert man so einen 30 Meter hohen Stamm hoch? Da muss unten doch irgendwas sein, was einen wegtreibt. Entweder, dass man keine Nahrung findet oder dass man dort verjagt wird, dass etwas Gefährliches dort ist. Aber wenn Sie dann den Text lesen, dann haben Sie eigentlich einen viel positiveren Eindruck von diesem Bild. Denn dieser junge Orang-Utan sucht dort oben einfach frische Feigen. Interessierte können die kostenlose Ausstellung im Naturkundemuseum Reutlingen bis zum 28. Januar 2018 genießen. Wer lieber in die Vergangenheit eintauchen und mehr über den schwäbischen Luther erfahren möchte, geht einige Straßen weiter ins Reutlinger Heimatmuseum. Bis Mitte Februar würde ich das Heimatmuseum den Reutlinger Theologen und Reformator mit einer Sonderausstellung. Die Ausstellung soll verdeutlichen, dass es nicht nur einen Reformator, Martin Luther, gab, sondern viele Reformatoren, die den konfessionellen Wandel im 16. Jahrhundert vollbrachten. Die Ausstellung heißt ja der Luther Schwabens, Matthäus Albe, und wir haben den Luther Schwabens ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Es ist ein Beiname, der im 19. Jahrhundert aufkommt, und wir haben uns nochmal gefragt, wo sind Parallelen zwischen den beiden Männern, wo gibt es Unterschiede, und ich hoffe, dass die Ausstellung den Besuchern die Möglichkeit gibt, die Frage selbst zu beantworten, inwiefern dieser Beiname gerechtfertigt ist, woher er kommt, wo er seine Berechtigung hat und wo er vielleicht auch einen kleinen Ticken zu hoch gegriffen ist. Einen eher ungewohnten Anblick bietet aktuell die Tübinger Kunsthalle. Die Ausstellung Personen, Institutionen, Objekte, Sachen zeigt Installationen der Künstler André Korpis und Markus Löffler. Insgesamt werden 6 Filme der beiden Künstler ausgestellt, die ein breites Themenspektrum abdecken. Dann gibt es sehr viele besondere Filme. Man kann bei einer Taser-Schulung der Bundespolizei teilnehmen. Man kann sich an den Staatsbesuch von George W. Bush erinnern, der 2002 in Deutschland stattgefunden hat. Man kann mit teilnehmen, 3 Tage und Nächte Gorleben in dem Film Atom. Die Ausstellung ist bis zum 18. Februar zu Gast in der Kunsthalle Tübingen. Liebevoll eingerichtete Zimmer, Wohnungen und Häuser in Miniaturversionen. Das Landesmuseum in Hechingen zeigt in seiner Sonderausstellung historische Kaufläden und Puppenstuben. Die nostalgische Zeitreise präsentiert Puppenstuben im Laufe der Epochen. Mit ihrem Aufkommen im 17. Jahrhundert galt die Puppenstube als etwas sehr Exklusives, das nur beim Adel und den reichen Bürgerfamilien anzutreffen war. Die Puppenstuben und Puppenläden und Puppenküchen durften ja auch noch zu Weihnachten herausgeholt werden. Dann für 2 oder 3 Wochen wurde damit gespielt. Also es war eine sehr exklusive Sache und mit Sicherheit war auch ein pädagogisches Moment dabei, dass eben die Kinder da in die großbürgerliche Welt oder auch bei Einzelhandelsgeschäften einfach in das mit jeder Familie eingeführt wurden. Die Sonderausstellung ist noch bis zum 8. April im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen zu sehen.